Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns wieder einmal mit dem Thema Strangle und Straddle beschäftigen. Wir haben ja zuletzt viel über Long Straddles gesprochen und da kommen dann oftmals von euch Fragen: Hey Jens, wie ist denn das aber jetzt mit Short Straddles? Wann setzt man einen Short Straddle aus? Was unterscheidet einen Short Straddle jetzt von einem Short Strangle? Und deswegen werden wir eine kleine Reihe machen, wo wir sagen: Okay, zuerst mal erkläre ich euch, was ist der Unterschied zwischen einem Short Straddle und einem Long Straddle. Im zweiten Teil schauen wir uns dann den Unterschied zwischen einem Short Straddle und einem Short Strangle an. Und im dritten Teil schauen wir dann auf die Volatilität, also welche Auswirkungen hat die Volatilität auf diese jeweiligen Strategien. Wir fangen aber heute mal an mit dem Unterschied Short Straddle versus Long Straddle. Und jetzt geht's los. Das Einfachste ist natürlich immer, wir nutzen hier ein paar Bilder dazu, um das Ganze klar zu machen. Im zweiten Teil werde ich dann mit euch auch ein paar Zahlen noch mitnehmen. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal nur um das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Long Straddle und einem Short Straddle, zum Beispiel vom Auszahlungsprofil. Was muss also passieren? Okay, also wir fangen mal an und wir stellen uns folgende Situation vor. Wir haben einen Preis. Der bewegt sich, ob jetzt hoch oder runter, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und jetzt überlegt sich jemand, ich möchte einen Long Straddle machen. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, ne? Was muss er also machen? Es geht um Call-Optionen und es geht um Put-Optionen. Und bei einem Long Straddle, Calls und Puts am Geld, werden diese beiden Optionen gekauft. Also das heißt hier, diese beiden Optionen werden gekauft. So, wie schaut jetzt das Ganze aus? Was muss passieren im Auszahlungsprofil? Ihr wisst, diese Auszahlungsprofile sehen immer so aus. Das ist hier die Geldachse sozusagen. Also hier ist 0, hier unten ist Minus, hier oben ist Plus. Und hier haben wir den Preis des Underlyings. So, und jetzt sagen wir einfach mal hier, okay, an der Stelle ist jetzt unser Preis, also das ist gerade der Punkt. Wenn wir einen Long Straddle uns anschauen, dann wissen wir, wenn wir diese beiden Optionen kaufen, dann geben wir Geld aus. Und deswegen ist das ein sogenannter Debit Spread. Ne? Immer wenn du etwas bezahlst, bezeichnet man das als Debit Spread. Hat Vorteile, haben wir ja im letzten Video geklärt. Ich mache es nochmal ganz kurz, aber erstmal so. Das heißt, wir fangen hier im Minus an. Ne? Also ihr seht es hier. Dieser Trade wird immer mit Minus anfangen. So, wir haben also keine Prämieneinnahme, wir haben eine Prämienausgabe. Und jetzt ist es halt so, irgendwo gibt es dann diesen Break-Even-Punkt nach oben, irgendwo gibt es diesen Break-Even-Punkt nach unten, weil natürlich diese Prämien hier erst einmal verdient werden müssen. Das heißt, wenn du hier eine bestimmte Summe aufgewandt hast, dann muss sich der Preis entweder sehr, sehr stark in diese Richtung oder aber in diese Richtung bewegen, damit du mit dem Ganzen Geld verdienst. So, das ist also das Auszahlungsprofil eines klassischen Long Straddles. Wie sieht das jetzt beim Short Straddle aus? Die Ausgangslage, wir nehmen hier mal eine andere Farbe dazu, die Ausgangslage ist genau die gleiche. Wir haben einen Preis und jetzt entschließen wir uns, Optionen zu verkaufen, und zwar at the money calls und at the money puts. Also diesmal ein Minus. So, und wenn wir jetzt das entsprechende Auszahlungsprofil hernehmen, Geldachse plus minus 0, Preisachse, Preisachse. So, jetzt haben wir es, Preisachse. Dann startet das Ganze natürlich, weil wir ja sofort eine Prämie einnehmen, startet das Ganze also mit einem Credit. Es ist ein sogenannter Credit Spread. Bedeutet, wir starten hier irgendwo im Plus. Wir haben eine Prämieneinnahme. Und dann, je nachdem, wohin sich der Preis bewegt, haben wir dann, das rechnen wir im zweiten Teil aus, dann unsere Break-Evens. Ne? So, das heißt also, hier in der Zone verdienen wir Geld. Geht der Preis hier raus oder hier darunter, verlieren wir Geld, kommen wir ins Minus. Und damit seht ihr, dass es genau spiegelbildlich ist. Ne? Genau das Gegenteil von einem Long Straddle. Und damit kann man sich schon die erste grobe
Überlegung herausnehmen, nämlich wann setzt man was ein? Also, wenn ich erwarte, dass sich der Preis des Underlyings sehr, sehr stark bewegt, dann werde ich keine Optionen verkaufen, sondern Optionen kaufen. Weil ich brauche ja hier eine Bewegung. Ne? Ich brauche eine Bewegung, damit ich mit dem Ding Geld verdiene. Das heißt, wenn ich eine starke Bewegung erwarte, dann verkaufe ich keine Option, sondern dann kaufe ich Option. Und umgekehrt, wenn ich denke, hey, dieser Preis hier, der wird weiterhin in einer Range bleiben, dann ist es natürlich so, dass ich eher Optionen verkaufe. Warum? Weil dann habe ich eine hohe Prämieneinnahme, aber eben nicht so viel Spannbreite, wohin der Preis gehen wird. Also ganz kurz zusammengefasst, für heute Unterschied Long versus Short Straddle. Beiden ist gleich, dass Optionen am Geld gehandelt werden. Es werden jeweils Calls und Puts in der gleichen Anzahl gehandelt, also entweder ein At-the-Money-Call und ein At-the-Money-Put. Bei einem Long Straddle, ein sogenannter Debit Spread, ich gebe Geld aus, kaufe ich diese beiden Optionen und erwarte eine starke Bewegung, weil die Preise müssen sich bewegen, damit ich Geld verdiene, weil ich im Minus anfange. Und wenn ich Optionen verkaufe, habe ich eine Prämieneinnahme, dann ist es ein Credit. Und hier erwarte ich, dass sich die Preise eher nicht so stark bewegen. Okay? Vorschau auf Teil 2. Im Teil 2 schauen wir uns mal die Prämieneinnahmen an und wir schauen uns mal an, was das mit den Break-Even-Punkten macht. Ne? Also warum sollte man nicht zum Beispiel jetzt einen Short-Straddle machen anstatt eines Short-Strangles? Was ist da der Vorteil? Was ist da der Nachteil? Wir schauen uns das an im zweiten Teil. Heute erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder auch zu anderen Strategien, ihr wisst das, da unten gibt es eine Kommentarfunktion und da dürft ihr eure Fragen hineinschreiben. Ihr sollt sogar eure Fragen hineinschreiben, denn das ist für mich der beste Input, um für euch hier gute Videos abliefern zu können. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.